Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebes Publikum, liebe Opernfreunde. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Premiere von Jean-Philippe Rameaus Hippolyte et Arissi. Es ist tatsächlich eine Premiere heute Abend für uns und wahrscheinlich auch für Sie. Wir streamen nämlich eine aufgezeichnete Opernproduktion aus dem Nationaltheater Mannheim, die wir in der vergangenen Woche sehr aufwendig dann verfilmen lassen. Und wir möchten in der nächsten Viertelstunde, 20 Minuten, Ihnen eine Einführung geben in diese Oper, in diesen Kosmos dieser barocken französischen Oper. Und dabei ist Carla Di Matteo, die ich ganz herzlich begrüße, die leitende Dramaturgin der Oper am Nationaltheater Mannheim und Dramaturgin auch bei dieser Aufführung. Wenn ich zurückblicke in vorpandemische Zeiten, was manchmal gar nicht so leicht fällt, dann denke ich daran, dass wir mittlerweile vor 3 Jahren uns entschieden haben, ich weiß noch die Zusammenkunft mit dem Regisseur, mit dem Dirigenten, diese Oper von Jean-Philippe Rameau zu machen. Erst vielleicht die erste Frage, warum eigentlich? Kannst du dich daran erinnern? Und wie war dieser Weg bis heute, der ja, wie gesagt, ja, mit Auf- und Abschwingen war? Ein langer Weg auf jeden Fall. Also vor 3 Jahren, ich erinnere mich auch noch sehr genau, kamen wir in Berlin zusammen und das war im Anschluss an die Premiere der Krönung der Poppea, der zweite Teil von unserem Monteverdi-Zyklus in der Regie von Lorenzo Fioroni. Und nachdem das ja eine sehr wirklich auch spektakuläre und sehr erfüllende, großartige Theaterarbeit gewesen ist, haben wir uns dann an den Rameau gemacht und ihm, wie du gerade schon gesagt hast, verschiedene Stücke erwogen. Und ich glaube, was uns an diesem ersten Stück, an Hippolyte et Arissi, so besonders gereizt hat, ist irgendwie der Zauber des Anfangs, kann ich, glaube ich, so sagen. Obwohl Rameau war ja schon 50 Jahre alt, als er 1733 dann endlich seine erste Oper realisieren konnte. Das war ein dornreicher Weg für ihn. Also es ist die Oper tatsächlich was, was ihn begeistert hat und angestachelt hat, schon von sehr frühen Jahren an. Das ist so belegt, dass er schon als Teenager, könnte man sagen, gesagt hat, die Oper, das ist etwas, was ich mal machen will, und hat dann aber wirklich einen sehr vielfältigen Weg gemacht als Organist, als auch Verfasser von musiktheoretischen Werken. Fantastische Cembalo-Werke gibt es von ihm. Auch eben diese Gedanken dazu, wie Musik theoretisch funktioniert und was sie für ein Fundament hat und wie man sie sozusagen wissenschaftlich betrachten kann. Er war ab und zu in Paris und hat sich dann aber fest dort niedergelassen und dort verschiedene Anläufe genommen, Opern zu schreiben. Die Oper kam aus Italien natürlich ursprünglich und wurde dann am französischen Hof von Jean-Baptiste Lully sozusagen in die Form gebracht, die sie dann auch lange Jahre hatte, als wirklich festgeschriebenes Regelwerk eigentlich, wie so eine Oper auszusehen hatte. Und wer dieses Privileg bekam, dann so eine Oper zu schreiben, das war tatsächlich gar nicht so einfach zu bekommen. Und Rameau hatte, weil das immer ein königliches Dekret war. Und Lully hat eben, glaube ich, 11 oder 12 Tragödien geschrieben. Und das war in jedem Jahr eine. Und sie waren immer, wie gesagt, eine ganz große höfische Veranstaltung, die dann auch, wie die Akademien in Frankreich sowieso, immer dieses Regelwerk im Grunde vorgegeben haben. Und Rameau hatte eben verschiedene Kontakte geknüpft, unter anderem auch zu den philosophischen Kreisen und war mit Voltaire bekannt und hätte mit Voltaire zusammen auch ein Bühnenwerk schaffen wollen, das dann aber nicht durch die Zensur gegangen ist. Und so wurde dieses Unternehmen aufgeschoben und aufgeschoben. Er hat auf den Pariser Jahrmärkten, also für die Jahrmarktstheater, Stücke geschrieben und ist sozusagen wirklich mit dem gesamten Kosmos der Musik auch bis hinein natürlich in die Unterhaltungsmusik vertraut gewesen und hat dann schließlich eben mit 50 Jahren es geschafft, einen Librettisten davon zu überzeugen, für ihn einen Operntext zu schreiben. Und das Werk, was sie dafür ausgewählt haben, oder die Grundlage, ist ein Stück, das wirklich ein berühmtes Stück, aber darüber hinaus ein sehr berühmtes Stück, die Phèdre von Racine. Genau, also eigentlich sozusagen die Inkunabel des französischen, der hohen französischen Tragödie. Und ihrerseits, das finde ich so interessant auch an diesem Stück, ist, dass es einerseits natürlich das Zeitzeugnis, ich glaube 1677 hat Racine diese Tragödie veröffentlicht, aber natürlich auch wiederum auf einen antiken Stoff zurückgreift und sozusagen in sich genau dieses Panorama schon trägt, dass es sozusagen durch die Zeiten verschiedene Arten auf den Menschen zu blicken beinhaltet und auch auf die Herrscherfiguren zu blicken. Was musste denn eine Tragödie en musique, wie man sagen kann, eine Tragödie lyrique, alles beinhalten? Also zunächst mal war natürlich wirklich, ist die Oper sozusagen ein Exportprodukt ja gewesen und kam aus Italien an den französischen Hof. Deswegen sind diese ganz frühen Stücke auch
von der Struktur her erstmal gar nicht so unterschiedlich. Also sie haben einen Prolog, es gibt immer die Götterfiguren bzw. Figuren, die über den Menschen und deren Schicksal stehen und über diese Verbindungen, Zusammenkünfte wachen sozusagen, im Prolog angelegt und dann ein fünfaktiges Drama, das sich anschließt. Im französischen Hof war dann aber eine Kunstform sagen, von ganz entscheidendem Einfluss und das waren die Ballette, war der Tanz, an denen ja berühmtermaßen Ludwig XIV. Auch selbst mitgewirkt hat. Und diese Formen sozusagen finden sich da zusammen in dieser großen fünfaktigen Oper, die eben über die Chöre, die natürlich auch sozusagen in ihrem großen Format auch etwas sehr spezifisch Französisches sind, das legt sich sozusagen da übereinander. Und jeder dieser Akte in einer fünfaktigen Tragödie muss so ein Divertissement, also eine große, sagen, eigentlich ein bisschen von der Haupthandlung losgelöste Struktur enthalten, in der getanzt wird, in der die Chöre singen und die sagen, jedem Akt so einen Abschluss geben. Und was, glaube ich, auch ein großer Unterschied ist, ist, wie die Sprache behandelt wird. Also dass sozusagen der getragene Dialog bzw. die Deklamation der Sprache ganz besonders im Vordergrund steht. Und das ist etwas, das Rameau wirklich in unglaublicher Art und Weise dann auch in Musik gesetzt hat. Worin besteht denn jetzt bei Rameau das Revolutionäre? Das große Wunderbare in der französischen Oper, auch was die Phèdre, die Behandlung der Tragödie, sagen jetzt in der Oper da unterscheidet, ist, dass Rameau und sein Librettist Pellegrin ganze sagen, neue Welten mit eingebaut haben, wie zum Beispiel einen ganzen Akt, der in der Unterwelt spielt. Den gibt es nicht bei Racine. Und so ist sagen, das Panorama, das da an Figuren, die auftreten und die natürlich auch singend und musikalisch sich darstellen, ein noch sehr vergrößertes im Vergleich zur Tragödie in der Vorlage. Er hat das Stück immer wieder bearbeitet und fast bis zum Ende seines Lebens auch daran immer wieder etwas verändert und es wieder neu gedacht und zum Beispiel auch eine fantastische Arie komponiert für die Phèdre im dritten Akt, die wir auch in unserer Fassung aufgenommen haben, obwohl wir uns ansonsten hauptsächlich auf die Urfassung von 1733 stützen. Und Rameau behandelt vor allem das Orchester ganz anders als Lully, sein Vorgänger. Das sind gar nicht mal so viel andere Instrumente, aber er führt die Instrumente so, dass sie sozusagen ein Eigenleben entwickeln können. Also dass die Instrumente nicht einfach als Chor oder als Gruppe immer zusammenspielen, sondern wirklich richtig eigene Facetten ausprägen. Zum Beispiel mit dem Fagott macht er das sehr deutlich hörbarer Weise. Und eine Arie aus einer anderen Oper, aus Castor et Pollux, Tristes après, wahrscheinlich die berühmteste Arie von Rameau, haben wir auch in unsere Fassung aufgenommen und da kann man das sehr gut hören, wie das Fagott sozusagen da immer wie der klagenden Sängerin gegenüber als Dialogpartner auftritt. Und was Rameau auch tut, ich habe es schon so ein bisschen angesprochen, ist, dass er die Form wirklich sehr, sehr auflöst oder beziehungsweise sehr große Formen anlegt. Es gibt schon Arien, also es gibt auch Da Capo-Arien, diese gerade angesprochene Cruelle Mère, diese Arie im dritten Akt ist so eine. Sie hat einen, sagen, sich wiederholenden A-Teil. Und es gibt auch Auszierungen, aber die sind so, sagen, eigentlich nicht so sehr dafür da, um die Virtuosität der Sänger zu präsentieren, sondern um die Musik wie schwerelos zu machen. Wir haben schon gehört, diese unglückselige Liebe der Phèdre zu ihrem Stiefsohn. Es gibt den Theseus, es gibt natürlich auch Götter, die dort diese Szene bevölkern. Also vielleicht kurz zum Inhalt. Genau. Also es geht natürlich um die Liebe in diesem ganzen Stück, um die Leidenschaft und auch um die zerstörerische Kraft der Leidenschaft. Und das ist eigentlich etwas, was in dem Prolog, der dem Stück vorangestellt ist, wirklich sehr klar dargestellt wird. Der Prolog ist bei uns ein bisschen aufgesplittert sozusagen, in Fragmenten enthalten, aber trotzdem ist das eigentlich die Grundkräfte, die dem Stück wirken. Denn da gibt es natürlich den Amour, die Liebe, der blind in die Menge schießt und eben für Unruhe oder Unruhe stiftet. Und es gibt eine Göttin, die dem sozusagen der Gegenpol ist dazu, das ist Diane, also die Göttin der Jagd an sich, aber auch die Göttin der Keuschheit. Und diese beiden sind sozusagen im Streit miteinander. Amor fordert, dass er in den Reich oder in den Jagdgründen Dianas auch seine Pfeile verschießen darf. Die beiden können sich nicht einigen und es bedarf dann des weisen Willens sozusagen eines Herrschers, der noch darüber steht,
Ludwig der 14., hätte ich fast gesagt. Es ist in dem Stück natürlich Jupiter, aber hinter diesen Herrscherfiguren verbirgt sich natürlich auch das Bild eines absolutistischen oder eines absoluten Monarchen, der für seine Untergebenen sozusagen die richtige Lösung für jedes Problem findet. Und in dem Fall ist es der Kompromiss, dass Amor eben an einem Tag im Jahr da seine Pfeile verschießt und sozusagen Liebe stiftet, und im Rest des Jahres sollen sich aber alle an die Regeln halten. Und das ist eigentlich, das sind genau diese Kräfte, denn es gibt das, sozusagen die Liebeskonstellation Phaedra Hippolyt, das ist sozusagen die reine Leidenschaft, und demgegenüber gibt es aber die Liebe, die legitim ist gewissermaßen, und das ist eben die Beziehung von Hippolyt zu Arisi. Und es gibt einen Gatten. Wir haben Theseus, glaube ich, noch nicht erwähnt. Theseus, der berühmteste antike Held, der auch hier eine große Rolle spielt. Und der stirbt dann plötzlich, angeblich, in Mitte des Stückes. Also in dem Moment denkt ja Phaedra, jetzt habe ich freie Bahn und kann Hippolytos umwerben, schlecht beraten von ihrer vertrauten Oenone, die Brangäne im Stück, wenn man so will. Genau. Aber es ist dann eben nicht so. Oenone ist eigentlich diejenige, die ihr das so einflüstert, dann auch da am Ende, als diese Botschaft eingetreten ist oder als die am Hof das bekannt wird, dass Theseus gestorben sei, sagt Oenone, ja, dann probier's doch mal so jetzt. Jetzt, du hast eine Krone zu vergeben, sagt sie, und Arisi eben nur ein Herz. Und das ist natürlich der Fehler in dieser Konstellation. Und Phaedra lässt sich dann dazu hinreißen, den Hippolyt einzubestellen sozusagen, und sie gesteht ihm seine Liebe. Und Hippolyt ist entsetzt darüber, und natürlich zu allem Überfluss kommt dann auch noch just in diesem Moment Theseus zurück. Wieso kommt er eigentlich aus der Unterwelt wieder? Weil er einen Händel abschließt mit einem anderen Gott, der auch seinerseits sehr mächtig ist, das ist Neptun. Und es ist so, dass in diesem Stück Neptun immer wieder eingreift, um Theseus seine Wünsche zu erfüllen sozusagen. Und einer dieser Wünsche, den er da hat, ist, dass er aus der Unterwelt auch wieder freikommt und doch wieder ins Leben gelassen wird. So ist es dann, er kommt in sein Haus zurück und sieht da diese Unsicht, also ist sogar, wird dieser Liebes- oder vermeintlichen Szene zwischen Phaedra und ihrem Stiefsohn Hippolytos ansichtig. Und dann beginnt eben diese Tragödie, weil Oenone dann eben dem Theseus sagt, das ist jetzt nicht Phaedra, deine Gattin, die das hier macht, sondern der Hippolytos, dein eigener Sohn, hat sich in deine Frau verliebt. Ich wollte noch fragen nach den Götterfiguren. Wir haben jetzt von drei Göttern gehört. Wir haben gehört von Neptun, von Pluton, Jupiter. Es gibt noch Dian. Diana, haben wir gehört. Und dann gibt es noch Amor. Genau. Als eine Dame. Genau, vielleicht kann man da direkt auch noch was dazu sagen, wie sich dieser Prolog, von dem ich schon gesprochen habe, jetzt auch über dieses Stück verteilt. Denn wir haben ja eine besondere Fassung erstellt von diesem Stück. Erstellen müssen. Tragödie dauert tatsächlich 3-3,5 Stunden, kann man sagen, durch die vielen Divertissements. Sie hat immer 5 Akte, anders als italienische Oper. Das heißt, es muss ein Knoten geschürt werden, und das dauert, bevor das eine ganze, wie gesagt, pyramidal explodiert oder Vesuv-ähnlich. Und wie gesagt, wir waren dann vor der Aufgabe gestellt, können wir dieses Stück verantwortlich machen unter den Bedingungen, die wir haben, den Hygienemaßnahmen, den Abstandsregeln und so weiter. Und was bedeutet das für eine Tragödie, die wir gerne Ihnen ja präsentieren wollten? Und ich bin so unglaublich glücklich und froh, dass so produktiv und künstlerisch damit umgegangen worden ist, dass wir Ihnen das heute Abend präsentieren können in einer 2-stündigen Fassung mit einem Art Prolog als offener Einlass. Also es ist der Versuch, ein großes barockes französisches Theater für Sie zu zeigen und gar nicht zu merken, dass das hier alles unter ganz, ganz besonderen, sehr herausfordernden Bedingungen erarbeitet worden ist. Und deswegen sage ich mal, diese Götterfiguren sind ja großartig, und dann schwebt im Hintergrund noch, ohne was vorwegnehmen zu wollen, diese Königsfigur, Louis XV, Louis XVI, also der 16. Ludwig, vielleicht sogar noch der 14. Ludwig als der Tänzer, der aber alt geworden ist. Das ganze Ancien Regime heißt ja nicht so ohne Grund, das alt gewordene Reich, Regierungsform, und das Ganze mündet dann ja auch in der Aufführung in eine Art Revolution. Also es wird antizipiert, 1789, Sturm der Bastille, Abschaffung gewissermaßen dieses absolutistischen Königreichs. Bis dahin ist es noch eine Weile hin, wenn wir die Oper sehen, 1733 bis 1789 ist eine Weile, aber es kommt vor, es kommt in der Inszenierung vor, aber auch in dieser Zusammenfügung, die ich großartig finde, von diesen zwei Götterfiguren. Genau, also das sind die Götterfiguren im Prinzip, die so aufeinander stoßen oder beziehungsweise die zusammengehören, fangen wir so an, und die dieses alte Reich verkörpern, das sind Diana, Dian und Jupiter, die wirklich auftreten im großen barocken Gewand
und aber in eine Welt sozusagen hineinschauen oder auch sich in einer Welt schon bewegen, der sie, sagen, die über sie hinausgewachsen ist. Ich glaube, das war so ein Ansatz, wirklich diese Oper auch als Haupt- und Staatsaktion wirklich erzählen zu können. Also eben nicht sich darauf nur zu konzentrieren, was ist da zwischen den Menschen, Phaedra, Hippolyte, Arissi, also sozusagen eine reine Liebesgeschichte oder eine Erzählung unter Menschen, sondern wirklich dieses Gebäude, diese Architektur der staatstragenden Opernaktion wirklich auch erzählen zu können. Das haben wir versucht zu erhalten, beziehungsweise es war unser Anliegen, das in dieser Vielfalt zu erhalten. Und so beginnt es mit diesen Göttern in einem eben offenen Einlass. Wir haben den Prolog nicht in Gänze übernehmen können. Das war tatsächlich der Neubearbeitung, der Pandemie geschuldeten Neubearbeitung, dann zu verdanken, dass wir das anders gelöst haben, aber es erzählt sozusagen im Beginn das Theater, das sich da aufbaut, das von verschiedenen Kräften gelenkt und befeuert wird und eben auch genau die Gegenwart, Zukunft und die Vergangenheit letztlich in sich aufnimmt. Und da ist es so, dass eine Figur am Anfang begrüßt, ist ein großes Gewand wie eine Conférencière, die ihr Publikum begrüßt. Und diese Figur ist nachher oder ist später im Stück Oenon. Und wir haben uns entschieden, sie im Prinzip zu erzählen als den Amor. Also im Prinzip da zwei Figuren in einer zu vereinen, um dieses Gegeneinanderwirken der alten Welt, dieses Jupiter, der Diana und der Kraft der Leidenschaft letztlich zu erzählen. Und so ist es immer das Geordnete, dass das den Regeln folgt, dass sozusagen das Menuett, das ganz dezidierten Schrittabfolgen gehorcht. Und dann bricht da immer etwas durch, sei es, dass die Tänzer wie verrückt werden, plötzlich sich auf den Boden werfen, mit den Füßen wackeln und sozusagen immer diese Form behaupten und erzählen und sie dann auch wieder aufbrechen. Dieses ständige Gegeneinander sozusagen von Ordnung und Chaos, von der Leidenschaft, der Liebe auf der einen Seite und aber auch der geordneten, rechtmäßigen, legitimen Liebe, wie auch immer man sie betrachten will, dieses ständige Gegeneinander, das erzählt die Fassung zum einen, das erzählt aber natürlich auch die Inszenierung, das erzählt die Sprache, die Bildsprache von der Bühne bis ins kleinste Detail in den Kostümen. Kostüme, ja, sehr opulent, ein Meisterwerk unserer Kostümabteilung, muss man wirklich sagen. Nun ist die barocke französische Oper immer Fürstenspiegel. Sie ist immer dazu da, gewissermaßen eine Regierungsform, nämlich die des absoluten Herrschers, des Sonnenkönigs, zu legitimieren. Das heißt, von ihm aus geht all das, was dort passiert und wird dann auch von ihm, wir haben es schon gehört, befriedet, beziehungsweise wieder zum Guten. Der gute Herrscher, der natürlich kein guter Herrscher war in unserem heutigen Verständnis, aber darin, wie gesagt, immer für die Ordnung suchte, von der er meinte, dass sie seinem Volk doch eigentlich für sein Volk eigentlich angebracht wäre. Und dafür stehen diese Götterfiguren, besonders der Jupiter, der höchste der Götter am Schluss. Aber auch das bricht schon Rameau auf und das zeigt diese Aufführung und das ist auch eine große Möglichkeit, künstlerisch damit nochmal anders umzugehen und neu umzugehen, zu sagen, ja, diese Götterfigur, die ja sich symbolisiert in dem barocken König, den wir haben, in dem ja unschwer einer der Ludwige zu sehen ist, wenn es auch ein sterbender König ist, der gleichzeitig das ganze Marode seines eigenen Reiches verkörpert, der bis zum Schluss auf der Bühne tanzt, aber gleichzeitig um ihn herum die Welt zusammenbricht und die Revolution ausbricht. Das ist ja so der Bogen, der am Schluss dann eigentlich erzählt wird. Genau, am Ende dieses Stücks steht eine Chaconne, also ein großartiger Tanz mit vielen Teilen sozusagen, also mit vielen musikalischen Abschnitten. Und da gibt es einen Moment, in dem fast wie sozusagen der Jubel des dem Fürsten gegenüber ausbricht und dann kommen so wie so Schläge, die fast klingen, als würde ein Beil fallen. Und das ist dann auch das Bild, das dazukommt, dass wirklich am Ende im Prinzip die Guillotine beginnt, ihren Dienst zu tun, also die Revolution wirklich ausbricht. Das war ja ein radikaler Bruch tatsächlich, auch ein kultureller Bruch. Und als das, was an Philosophie, an Musik, an Kunst, an Literatur da war, plötzlich nicht mehr galt. Also ein großer Abgesang ist diese Aufführung auch auf eine Zeit, die nicht wiederkehrt. Und gleichzeitig, wie gesagt, das Zerstörerische dieses ganzen Systems schon von Anfang an mit sich trägt. Ja, ich glaube, jetzt haben wir im Gespräch einiges berührt, was diese großartige Welt der französischen Barockoper ausmacht. Natürlich bei weitem nicht alles, es gäbe noch sehr viel mehr zu reden. Aber wir nähern uns 19 Uhr, dem Premierenbeginn. Dabei wünschen wir Ihnen jetzt ganz viel Vergnügen, eine
ein Opernerlebnis unter ganz neuen Perspektiven, nahen Perspektiven, Kameras auf der Bühne, Kameras natürlich auch unter dem weiten Winkel im ganzen Raum. Und mit unserem großartigen Solistenensemble, mit dem Chor des Nationaltheaters, einstudiert von Dani Juris, mit den Tänzern der Bewegungsstatisterie, mit dem Nationaltheaterorchester und all das unter der großartigen Leitung von Bernhard Fork. Vielen Dank und viel Vergnügen. Viel Vergnügen.